Oh mein Gott, er hat abonniert. Ich danke dir von ganzem Herzen. Oh, gerade wollte ich in die Küche. Hi, Trink, guten Morgen. Danke für deinen Sub. Wie geht's? Wie steht's? Eieiei, da war ich gerade schon auf dem Weg zu meiner Kaffeemaschine. Ja, vielen Dank. So, ich bin jetzt mal auch gerade weitergegangen auf dem Weg. Vielleicht hört man's. Aber ich sag trotzdem mal, schönes Wochenende, Trink, danke nochmal und ich hoffe, dir geht's gut. Und ich werde ja sicher auch gleich lesen können, was du schreibst, falls du was schreibst. So, was haben wir denn hier? Fettarme Milch. Ja, das sage ich nicht, nein. Wenn man nur die Milchtüte mal aufbekommen würde. Okay. Mission accomplished. So. Nummer 1. Und dann hier noch einen dezenten. So, Nummer 2. Und fertig ist der Kaffee mit Milch. So, ich komme auch schon zurück. Und da bin ich auch schon wieder. So, hi Trink. Ja, danke. Ich würde dir einen mitbringen, aber ich weiß, du würdest sowieso danken ablehnen. So, erstmal eine Runde schlafen. So geht's ja nicht hier. Kaffee am späten Abend. Nein, nein, sowas würde ich niemals tun. Und was gibt's Neues, Trink? Was macht das Trucker-Leben? Was macht das Farmer-Leben? So, guten Morgen, everybody. Hi, Sparky. Ja, auch für dich geht die Sonne heute auf. So, bitteschön, Sparky, mein Freund. Und wo waren wir hier stehen geblieben? Beim Steine sammeln natürlich. Das schönste Hobby jedes Farmers. Ah, hi Simo Games, auch dir einen schönen Tag. Ah, ja, dann herzlichen Glückwunsch, Simo. Das freut mich ja, dass du an deinem Geburtstag mal reinschaust. Ja, dann alles Gute für die Zukunft. Bleib gesund. Viel Glück für die Familie und dich. Und ja, bleib einfach so, wie du bist. Du bist ein toller Staplerfahrer. Super. Ach, ich wollte ja noch, da fällt mir ein, Tränk, wo wir gerade vom Truck-Driving reden, ich wollte ja noch dieses Donation-Goal für diesen SnowRunner-Truck einstellen. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Dieser Super-Truck, wie du ihn, glaube ich, nanntest, aus MudRunner. Wie viel kostet der? 5 Euro, richtig? Oh, Müllabfuhr-Skill of the Day. Ja, das klingt nach meinem Geschmack. Da muss ich ja mal hupen. Müllabfuhr-Skill of the Day. So, okay, dann machen wir das Donation Goal doch direkt mal an. Oh. Ob ich das wieder hinbekomme hier. So. Oh Mann, was ist denn das hier für ein Schrott? So. Da müsste es sein. Wie wär's denn mit dem Monat? So, noch ein Name kurz. SnowRunner Truck DLC. Okay. Da oben steht was. SnowRunner Truck DLC, 57 Tage Zeit, 5 Eddies. Ja, scheint geklappt zu haben. Cool. Ja, sehr cool. Sehr cool und sogar mega cool. So, dann fahren wir mal weiter. Wie gesagt, Kaffee ist auch da. Ja, und Simon, was machst du heute Schönes an deinem Ehrentag? Ich hoffe, den einen oder anderen Kaffee mit uns trinken. Tränk, ich habe auch eben gesehen, ich habe ein 4 GB großes Bausimulator-Update
Update. Weißt du da zufällig, was da geupdatet wird? Ist da, kommt da neuer Content dazu? Oder irgendwas Tolles? Ja, die Sonne genießen auf jeden Fall. Ich nehme ja mal an, dass ihr auch alle schönes Sommerwetter habt da draußen. Hier haben wir auf jeden Fall noch einiges an Stein wegzufahren. Da lohnt sich der Bagger ja richtig. Aber da hatten wir ja auch nie Zweifel dran. Okay, cool, Simon. Simu meine ich natürlich. Super, ja, viel Spaß. Ess ein Stück Kuchen für den Tränk und für mich mit. Und auch natürlich für unseren Freund, den Sparky. Nicht wahr, Sparky? Du darfst da nicht fehlen. Alles klar, Tränk. Na, dann lassen wir uns mal überraschen, was das ist. Vielleicht haben sie ja mal die Synchronisation im Multiplayer verbessert. So, erstmal hoch die Tassen auf dich, Simo. Ein Schluck Kaffee. Oh, das schmeckt ja gleich besser an seinem Ehrentag. Köstlich. So, und mit dem neuen MAN bist du noch zufrieden in ETS-Trank? Hoffe ich mal. Super Simo, einfach super. So, ja. Ups, so. Da. Ach, dieses Wochenende ist ja auch wieder Formel 1. Krass, stimmt ja. Ja, geil. Verdammt, wo habe ich denn hier aufgehört? War das auf der anderen Seite? Ach ja, Formel 1. Cool. Oh, und es kommt ja auch irgendwann schon bald das neue Formel 1-Spiel raus. Da darf man sich auch drauf freuen. Mit Bofia, ja, wer kennt nicht Bofia? Ach, da ist es, bin ich voll dran vorbeigefahren. Vielleicht nennst du die wirklich seit neuestem Bofia und das war gar kein Schreibfehler. Das fände ich ja auf jeden Fall zutreffend, Renk. Bofia. Ja, fahrt ihr denn regelmäßig solche krassen ETS-Konvois? Ich dachte, das war so ein Special-Event. Ach, die heißen sogar Bofia. Ah ja, schön. Ja, spricht ja nichts dagegen. Hat mir Spaß gemacht. Genauso wie SnowRunner. Und ja, falls ich tatsächlich irgendwann mit denen sogar mal Diablo 4 spielen sollte, wird das bestimmt auch Spaß machen. Ach, Diablo 4 kommt ja auch schon nächste Woche raus. Eieiei. Ja, cool, kann ich da nur sagen. Ja, das habe ich mir gedacht, Tränk. Wie gesagt, der Name ist schon ganz cool. Bofia. Gefällt mir. Klingt auch irgendwie lustig. Und die beiden sind ja auch lustig. Der Boomer auf seine Art und Weise. Und ja. Die Sophia, habe ich das Gefühl, lacht auch ganz gerne. Und Lachen ist bekanntlich gesund. Also warum nicht? La la la. Ja, dann kann ja jetzt der Erntehelfer hier eigentlich weitermachen.
Nicht wahr? So, bitteschön, Mr. Antehelferino. Haben wir sonst irgendwas in der Mache gerade? Sieht nicht so aus. Nö, da könnten wir ja mal... Ja, wir könnten natürlich schon anfangen, die Felder zu bestellen, aber eins nach dem anderen. Wir könnten ja auch einfach mal... Ach so, ja, da müssen wir auch nochmal nachschauen. Hühner haben kaum noch Futter. Gut, dass ich mal nachgeschaut habe. Oh, die Kühe, warum sind die denn leer? Ich habe doch da neulich erst Ding reingefuttert. Die brauchen Mischration, ja kein Problem, haben wir ja glaube ich genug. Aha. Mehlfabrik könnte auch ein bisschen Weizen beispielsweise vertragen. So, Wasser ist hier noch ganz okay und Silage, oh, hier ist auch viel weg. Okay, ja, weil wir einmal geschlafen haben. Und dann wollte ich nochmal nach Aufträgen schauen. Machen wir ja jetzt auch an dieser Stelle. Ja. Feldballen pressen. Ja, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Oh, das ist gut. Aber das sind Zuckerrüben. Naja. Naja, oh, Grubern. Oh, wie krass. Mit Kran. Ja, aber lohnt sich das? Naja. Oh, Feldflügen. Ja, da habe ich Bock drauf. Klar, 57 gerne. Feld 57. Feld 57. Ja klar, warum nicht? Ach, nein. Hä? Ach, hier, genau. Alles klar. Dann kann ich auch mal wieder meinen großen Flug nehmen. Aber da weiß ich dann wiederum nicht, ob der Erntehelfer das hinbekommt. Weil das so groß ist. Aber das könnte ich ja eigentlich auch mal von Hand machen. So, aus der Bahn. Okay. Da hinten steht er schon, da steht er schon. Ja, habe ich lange nicht benutzt, das gute Teil. Ja, dann machen wir das jetzt erstmal chefsachenmäßig selbst. Erstmal den netten Passanten da langlaufen lassen. Wahrscheinlich ein Bauer aus der Nachbarschaft. Wahrscheinlich gehört ihm das Haus da vorne. Ich müsste es ja eigentlich wissen, nach all den Jahren hier in Koexistenz, sollte ich ja schon mal wissen, wie meine Nachbarn aussehen. So, der Erntehelfer ist schon wieder voll, sehr toll.
Nun gut. Jetzt müssen wir erstmal Feld 57 erreichen. Ja, allein schon mit dem Anhänger gar nicht so einfach. Der ist aber, glaube ich, richtig eingeklappt und in Fahrtstellung. Gut. Ja, um die Tiere müssen wir uns kümmern und. Werden wir sowieso wieder nicht alles schaffen heute, aber macht ja Spaß. So, da hinten ist das Feld schon. Jetzt müssen wir hier nur die Kurve kriegen. So, mal etwas ausholen. Und ja, nicht zu eng nehmen. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Moment mal. Ach so, da vorne. Ja, genau, das Feld. Ich weiß Bescheid. Aber da ist gar keine Einfahrt. Keine offizielle. Und hier ist ein schöner, kleiner. Ja, schon etwas größer als ein Teich. So, dann hier, oder ist da vorne eine Einfahrt? Naja, als Bauer mit Power darf man hier auch reinfahren. So, dann machen wir das Ding mal auf. Also es würde mich ja echt wundern, wenn der Erntehelfer mit dem langen, großen Flug hier klarkommt. Aber Wunder gibt es immer wieder, nicht wahr? So, wir drehen mal eine Chefrunde wie immer und dann weiß der Erntehelfer ja schon mal ungefähr, in welche Richtung es geht und was man tun muss und so. Und dann, ja, lassen wir hier mal den Erntehelfer ran und dann werden wir den Steinsammler leer machen. Und dann schaue ich mal, ob ich nicht ein bisschen Futter für die Hühner bekomme und dann natürlich auch ein bisschen Mischration für die Kühe. Ja, und dann auch die nötigen, ja, Inkredenzien, um die Mischstation wieder zu befüllen, damit die ordentlich durchmixen und shaken und baken kann. Ja, baken wohl eher nicht, aber halt shaken. So, oh, schaut mal, das läuft doch hier mit schöner Johnny Boy Diesel Power. Einfach gut. So, da ist der Job ja rucki zucki erledigt hier. Ah, ich merke schon, okay. Da fahren wir wohl lieber vorwärts rein. Oder halt nicht so weit einknicken hier wegen diesem Hilfsrad. Das scheint etwas im Weg zu sein. Und natürlich auch auf die Gleise achten. Man sieht ja immer mal den Güterzug da in der Ferne rumfahren. Gefährlich auf den Gleisen rumzuspazieren. So, ja, okay, hat geklappt, schön. Oh, dann geht's weiter, nicht wahr? Zack. Haben wir da hinten denn auch alles abgefrühstückt? Ja. Cool. Nun denn, alles klar. Ja, dann fahren wir hier mal fleißig weiter und ich trinke mein Käffchen. Ja, very good, kann ich da nur sagen.
So, wieder fertig. Ganz toll. Nicht zu weit hier einknicken. Ja, das schon am Limit. So, Verkehr ist da auch keiner, cool. Ja, dann haben wir ja fast schon hier eine Runde geschafft. Das ging ja schnell. Und hat auch gar nicht wehgetan. So, bald ist die erste Runde im Kasten, sehr schön. Oh, und dann bin ich mal gespannt, dass der Erntehelfer auch hinbekommt. Ja, der wird dann wahrscheinlich anders rangieren als ich. Aber ich hoffe, er kriegt's hin. Auch mit so einem großen Monsterflug hier. Und mit so einem Monstertraktor natürlich auch. Ja, da muss er schon ganz schön schwer ziehen. So, ich glaube, ich fahre noch mal hier die Runde und so auf dieser geraden Strecke lasse ich ihn das dann machen, den guten Erntehelfer, denn der Baum da hinten könnte im Weg sein, wenn er dann von rechts nach links da vorne fährt, bis auf die Gleise natürlich sehe ich da auch keine Probleme. Und falls er halt irgendwie dann beim Wenden leicht über die Gleise fährt, na, da hoffe ich einfach mal, dass dann kein Zug weit und breit zu sehen ist. Ja, toi, toi, toi. So. Okay. Dann mal schauen. So, jetzt noch gerade ziehen. Okay, Mr. Erntehelfer, have fun. So, wir müssen zum
muss vor allem mal speichern. So, gute Arbeit, Herr Erntehelfer, Nummer 2. Ja, da ist er wieder voll, das finde ich toll. Ging aber echt gefühlt ganz schnell mit dem Stein sammeln. So, noch ein Schluck Kaffee, Dankeschön. Hi Sparky, ja, du bist ja richtig aktiv heute wieder hier am Rumlaufen. Das ist nicht in jeder Folge so. Ey, der beste Mann aus Australien, nicht ganz, aus Österreich. Hi Markus, grüß dich, wie geht's, wie steht's, guten Morgen. Na, schaust du am Wochenende Formel 1? Großer Preis von Spanien oder wie auch immer der offiziell heißt. In Katalunia auf jeden Fall, wirst du ja Bescheid wissen. Und möchtest du einen frischen Kaffee haben? Ach Moment, du hast gar nicht guten Morgen gesagt, sondern Tränk. Ja, der Tränk war hier, warum Markus? Soll ich ihm irgendwas für dich ausrichten? Okay, Stein ist leer. Ja, und Markus, alles klar bei dir? Ah, ja, genau. Da bin ich mal gespannt, ob der Markus das rausfinden kann. Ach, übrigens, Markus, wann würde es dir denn passen, mit Dead Island 2 anzufangen? Wollte ich eigentlich schon letztes Wochenende fragen. Aber da wart ihr ja schwer beschäftigt, sag ich mal. Ja, also wahrscheinlich sind nur ein paar Kleinigkeiten geupdatet worden, aber vielleicht dafür richtig gute Sachen. Und ja, ich finde es ja auf jeden Fall gut, dass auch der Bausimulator, hier geht's weiter, ja, so gehegt und gepflegt wird. Ich meine, es ist kein super geiles Megaprodukt, aber so schlecht ist er auf jeden Fall auch nicht. Macht eigentlich immer Spaß zu spielen, wenn man sich mal überwindet und wenn es keine Probleme mit dem Multiplayer-Sinken gibt, was leider irgendwie eher die Regel als die Ausnahme ist. Aber man kann ja trotzdem aufs Beste hoffen, nicht wahr?
So, naja, mal schauen, was der Markus schreibt. Und ob er überhaupt was schreibt. So, gut, Erntehelfer-Time. Weiter geht's. Ja. So, ja, Steine sammeln. Könnte ich ja eigentlich schon mal wieder. Wie gut, dass wir eine Rangierkupplung haben. Ach, Moment mal. Nein, erstmal Hühnerfutter besorgen. Haben wir denn überhaupt noch genug Geld? Ich glaube schon. Weizen Chicken Feed. Ich könnte natürlich auch mein eigenes Chicken Feed nehmen. Ja, haben wir noch ein bisschen was. Hey, ja, da könnte man ja. Ja. Man könnte aber auch den hier nehmen. Tja, irgendwie scheint der Markus meine Fragen nicht gehört zu haben, oder der ist sehr beschäftigt, oder er ist gerade hart mit der Recherche vom Bausimulator beschäftigt. Warten wir es mal ab. Boah, schafft er das überhaupt hier? Oh ja, zack, da geht er mal kurz hinten hoch. Oh, guck mal, der. Ah, das ist hier die richtige Maschine, ich merke schon. Er kommt sogar über den Kartoffelhuppel rüber, sehr schön. Ja, ein Glück gibt es hier noch nicht als Feature im Game, dass der Motor explodieren kann. Sonst wäre das bestimmt passiert. Ja, ich musste mir natürlich auch den größten Anhänger nehmen, war ja wieder klar. Zumindest haben wir ja schön das Freiluft-Führerhaus. Mit ordentlich Abgaspower da vorne. Die schöne frische Abgasluft. Einfach gut. Ja, jetzt, wenn Weizen drin ist, geht da wahrscheinlich gar nichts mehr. Naja, müssen wir halt ordentlich Schwung holen, nicht wahr? Mit ein bisschen Swing geht alles. Ja, immer rein mit dem Weizen. Vor nichts kommt nichts. La 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 la. Oh, das war's schon. So, okay. Oh, okay, ich glaube, spätestens jetzt sollte ich ziehen. Eigentlich einen anderen Traktor hier benutzen. Das ist wirklich keine gute Idee, vor allem, weil wir da vorne ja auch noch durch die. Ja, durch die Grube müssen. Oh ja, nee, ich glaube, ich kling mich mal aus. Naja, immerhin haben wir dann den Zetor hier mal wieder ein bisschen benutzt. Das nächste Mal nehme ich hier einfach wieder den Porsche-Traktor. Ja. Und irgendwann übergebe ich sie dann ins Oldtimer-Werk. Ins Oldtimer-Museum. Was soll denn ein Oldtimer-Werk sein? Ein Werk, das Oldtimer-Fabrik neu herstellt. Das ergibt leider wenig Sinn. Also, ich war natürlich ins Oldtimer-Museum. So, zack. Sehr gut. Ja, dann nehmen wir doch mal den Roden hier, wenn er schon da steht. Man könnte sich ja auch den Bagger nehmen, aber warum? Ach, es gibt sogar einen Oldtimer Volvo Tank. Ja, dann muss ich das auch mal irgendwann als Donation Goal einrichten. Und an dieser Stelle wieder danke für dein Geschenk. Ohne dich hätten wir die zwei Oldtimer nicht. Die gehen ja voll und ganz auf dein Konto, also danke. Ja, da muss ich mal nach dem Oldtimer Volvo schauen. Mir wäre es aber fast lieber, wenn es kein Oldtimer wäre, sondern irgendwas ganz Neues von Volvo. Aber es gibt ja, glaube ich, auch ein paar Sachen von Volvo. Eine Sattelzugmaschine, glaube ich. Und vielleicht sogar ein Bagger oder sowas. Wobei ich weiß gar nicht, ob es in echt von Volvo Bagger gibt.
Naja, auf jeden Fall gibt es eine Sattelzugmaschine und den ATS gibt es ja jetzt auch mit dem Update, also American Truck Simulator, glaube ich auch wieder eine neuere Volvo-Sattelzugmaschine, was cool ist, wenn man Volvo mag, was ich tue. Also alles gut für mich. So, einmal Weizen für die Hühner, bitte. Ach, ein Radlader, ja geil, den müssen wir natürlich auch irgendwann mal haben. Ah, es gibt auch Volvo-Bagger. Ja, okay. Radlader-Bagger. Ich habe immer noch nicht so ganz. Ich habe, glaube ich, mal nachgeschaut, wo der Unterschied ist, aber ich weiß es nicht mehr. Ist ein Radlader mit Rädern und ein Bagger ist mit Ketten, Rauben und so. Ich weiß nicht mehr. Oder ein Radlader ist mobil zum Rumfahren und ein Bagger ist so ein fast stationäres Ding. Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste es nochmal nachschlagen. Ah, die Hühner da drüben dürfen wir auch nicht vergessen. Immer schön raus mit dem Weizen. Auf Steroiden. Das war jetzt aber nur eine Anmerkung von dir, oder Trink? Also Bagger haben einen Baggerarm. Ah, ich verstehe. Und Radlader sind im Prinzip ja Frontlader. Okay, da ist der feine Unterschied. Danke. Gut, dann haben wir da keinen Bagger stehen. Dann haben wir da einen Radlader stehen. Thank you, Drink. Cool. Ja, man lernt hier nie aus. Simchay, der Education Channel. Was, Helfer E hat die Arbeit erfolgreich beendet? Wer ist das, Helfer E? Oh, das macht er ja richtig gut. Ah, der Steinmeister, oder? Oh, auch nicht schlecht. Ey, da ist unser Weizen ja doch schon gut leer geworden, aber dafür haben wir es ja, unter anderem dafür. Natürlich nicht ausschließlich, ja, und den Restweizen. Es wird eigentlich Sinn machen, den wieder in die Mehlfabrik zu bringen. Wobei, das ist so wenig, ja, wobei. Doch eigentlich schon. Und vor allem eine Kaffeepause müsste ich auch bald mal einlegen. Ist ja bald schon Mittagspause. Ja, aber egal, wir machen uns keinen Stress. Es ist ja Wochenende. Das wäre ja noch schöner. Und auch noch Simus Birthday. Das ist also doppeltes Vergnügen. Ja, wir fahren da jetzt erstmal ganz gemütlich rüber. In die Mehlfabrik.
Ach ja, ich merke gerade schon, dass es heute wieder ein warmer Tag wird da draußen. Aber ja, so ein bisschen Sommerfeeling, vor allem weil man das ja länger nicht hatte, gefällt sogar mir. Aber ich kann mir jetzt schon denken, dass das ein viel zu langer, viel zu heißer Sommer wird und ich dann irgendwann froh bin, wenn sich dieser welcher dem Ende entgegenneigt. Aber warten wir es mal ab. Im Moment fühlt sich das ganz gut an. Ja, hoffen wir einfach mal, dass das auch so bleibt. So, 21, 22 und weiterfahren. Und schon sind wir am Ziel. So, Abkippseite links, das gefällt mir. Nur irgendwie kippt der hier nicht ab. Abkippseite hinten, das klappt dann schon besser, okay. Ja, cool. Ja, hier links ist auch schon wieder ordentlich Mehl. Gut, dann würde ich sagen, einmal noch den Steinsammler aufs neue Feld bringen und dann gibt es eine Kaffeepause. Passt doch.
So, Stoppschild. Okay. Und dann rüber auf die linke Seite. Wieder ein Stoppschild. Ja, so links frei, rechts frei. Na dann. So, ja, gleich geschafft, gleich gibt es eine Kaffeepause. Alles gut. Der andere Erntehelfer scheint auch noch zu fahren und scheint da auch mit dem großen Flug ganz gut bis jetzt zumindest klarzukommen, was ich auch sehr befürworte und für gut befinde. Ja, das ist ja wieder fast schon wieder zu gut alles. Ah, der ist relativ dreckig hier, den könnte man ja dann bei dieser Gelegenheit auch mal sauber machen. Im Anschluss irgendwann eines fernen Tages. So, 30%. Ah, Moment, der ist ja gar nicht fertig. Ah, der hat ja voll wieder ja, alles falsch gemacht. Oh, wie viel da noch ist. Okay, der ist wohl irgendwie in die falsche Richtung abgebogen und hat dann gedacht, hey, Moment, da links ist ja gar nichts mehr. Ja, ich bin fertig, Chef. Okay, na dann. So, jetzt aber, Meister. So, dann gibt es jetzt endlich mal eine schöne Kaffeepause hier. Also, Leute, hoch die Tassen. Wir sehen uns in 4 Minuten plus minus. GG.
So, da bin ich auch schon wieder. Oh, danke für den Kaffeetränk. Ja, das schmeckt ja doch gleich besser. So. Ja, sauber machen, right? Wobei Mischration für die Milchkühe brauche ich ja auch noch. Vielleicht sollten wir das erstmal erledigen. Und dann sauber machen. Hallo Dark Typhoon. Hallo Leo Löwenhund. Ich grüße euch. Wie geht's? Ich habe gerade einen frischen Kaffee gemacht. Möchtest du auch einen Dark Typhoon? Du bist ja zum Glück ein Kaffeetrinker, richtig? Ja, ich trinke auch Kaffee immer mit Milch. Und wie sieht's mit dem Leo Löwenhund aus? Möchte der auch einen Kaffee? Schön, dass es euch gut geht. Sorry für die netten Links. Ach so, ich habe mich schon gewundert, Dr. Fund. Ich habe nämlich eine Nachricht von dir. Aber als ich auf die Nachricht geklickt habe, hattest du gar nichts mehr geschrieben, sondern die letzte Nachricht in dem Chatverlauf ist meine Nachricht. Da war ich ein bisschen verwundert, aber jetzt, wo du sagst, für die netten Links, genau, du hast dir wohl irgendwie so ein Spam-Virus eingefangen und aber Discord scheint das wohl detected zu haben und dann automatisch gelöscht zu haben, weil ich diese Links gar nicht sehen konnte. Mensch, wie schade, die waren bestimmt sehr anstößig. Naja, kannst du mir ja noch mal manuell posten. Danke schon mal, Dark Typhoon, sehr freundlich. Ja, okay. Ich hoffe aber mal, dass dein PC sicher ist und dass du zu keinem Schaden gekommen bist, oder? Wie ist das denn passiert? Weißt du das? Hast du ja tatsächlich vielleicht auf eine falsche Datei gedrückt oder sowas? Oder hat jemand irgendwie dein Discord-Login herausgefunden? Also war dein ganzer PC betroffen oder nur dein Discord-Account? Nur Discord, okay. Naja, dann ist ja nicht so schlimm. Hoffe ich mal. Oh nein, der Anhänger ist zu hoch. Ah, okay, dann können wir das ja vergessen. Ja, richtig so, Dark Typhoon. Nach so einer Aktion würde ich das auch machen und kann man ja eigentlich auch von vorne herein nur jedem empfehlen, das so zu tun. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass es jetzt sicherer ist bei dir. So, gut, dann fahren wir den wieder zurück und stellen den schon mal zum Waschen bereit. Auch kein Problem. Dann nehmen wir hier einen von den kleineren, so viel Futter oder Kraftfutter braucht man ja gar nicht. Zumindest noch nicht, denn ich habe ja noch nicht so viele megamäßigen Kühe hier am Start. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Ja, dann wird hier halt gewaschen. Was nicht weniger toll ist.
Ja, so kann stehen bleiben. Gut, und wieder zurück. Oh, der Helfer ist fertig. Okay, mal sehen, ob er diesmal wirklich fertig ist oder ob er uns nur fertig macht mit seiner Erntehelfer-AI-Art. Ich glaube, oh, der ist wieder nicht fertig. Er will uns fertig machen. Ich fange jetzt einfach mal von der anderen Seite an. So, da ist ja noch was. Wenn der hier immer nach links fahren möchte, na gut. So, Erntehelfer Reno, schauen wir doch mal, ob du das jetzt von der Seite hier vielleicht besser hinbekommst. Ich habe noch Hoffnung. So, go, go, my friend. Und wir gönnen uns mal ein Schlückchen Kaffee. Ja, hoch die Tassen. Und Dark Typhoon, was gibt's bei euch zum Mittagessen? Gibt's da vielleicht schon konkrete Pläne für? Oh, eine Pizza, okay. Da habe ich nichts dagegen einzuwenden. Welche Pizza wird das denn? Ist das auch schon bekannt? Fast geschafft. Fast geschafft. So. Ja, fast geschafft. So, dann bitte rein mit dem Zeug. Mastodon, genau, das ist dieser neue Truck. Ich habe ihn mir immer noch nicht angeschaut, ich bin aber echt gespannt. Boah, 100%, wieder viel zu viel, glaube ich. So viel nehmen die Kühe gar nicht. Aber dann haben wir ja erstmal was. Mh, wie das duftet, köstlich. Köstlich, köstlich. Abkippseite links, nein. Abkippseite rechts, ja. So, meine lieben Kühe, ich komme mit frischem Futter. Mmm, ist das lecker.
Tada! Ja, okay, Dark Typhoon kannst du ja dann ausgiebig dieses Wochenende nachholen. Du schaffst das schon, Dark Typhoon. Ich hupe die Victory-Hupe für dich. So. Okay. Ey, doch, ich habe alles abgeladen. Wow, impressive. Ich habe gar nicht gedacht, dass die das schaffen, aber... Nom nom nom, immer noch nicht voll, also geht schon. Und bald... Wow, bald haben wir hier maximale Milchkapazität. Ja, da könnte ich ja auch mal drüber nachfahren, eine Runde Milch wegzubringen. So, aber wir holen erstmal Silage, denn die brauche ich für den, ja, für das Mischgebäude, Mischstation, Mischration steht da, aber Mischstation da oben. Silage brauchen wir und Stroh, ja, Stroh in Form von Ballen hätte ich da und Mineralfutter müssen wir dann noch kaufen. Aber okay. Ja, schau's dir mal in Ruhe an und dann sag mal dem alten Jay Bescheid und dem Tränk, wie das so ist. Ich hoffe ja mal gut. Ja, bring mir eins mit, Dark Typhoon. Okay, so, Silage, bitte laden Sie Silage, danke. So, nun, ja. Ja, wir haben ordentlich Silage hier gebunkert, sehr schön. Voll hier auf den Hubbel gefahren. Hobbela oder Huppela. Sowas aber auch. Die nächste Ladung. Schön.
Ja, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt dauert. Aber wir haben ja noch ein paar Minuten. So, hoch damit und rein damit. Ja, willkommen zurück, Dark Typhoon. Hast du mir ein leckeres Eis mitgebracht? Finde ich ja echt stabil von dir, dass du jetzt schon leckere Eis, also Eis zu Hause hast, wie sommerlich von dir. Das gefällt mir. Ja, da muss ich auf jeden Fall nachlegen. Vielleicht kannst du mir ja eine besondere Eiscremesorte und/oder Marke ans Herz legen, die sich der alte Jay dann auch beim nächsten Einkauf in den Warenkorb legt. Hast du da auch eine Lieblings-Eiscremesorte? Vielleicht Eiscreme Hawaii oder so? So, noch ein Schlückchen Kaffee, bevor es zu spät ist. Oh, voll die falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich rückwärts in die andere Richtung fahren. Das kommt davon, wenn man zu viel Kaffee im Mund hat. Mein Favorit ist Zitrone, gefolgt von... Oh, Spaghetti-Eis. Ja, da sind wir uns ja ausnahmsweise mal einig, Dark Typhoon. Also Spaghetti-Eis, richtig schön im Eiscreme-Restaurant von etwas besseren Eiscrememachern in einer richtig dicken Portion, da bin ich auch dabei. Und Zitroneneis habe ich auch nichts dagegen. Ist halt einfach immer fresh, gerade wenn es warm ist. Passt das ja so geschmacklich und vom Feeling sehr gut. Oh, Spaghetti-Eis. Ich brauche Spaghetti-Eis jetzt, wo du sagst. Oh, nicht alles nebendran, bitte. Ja, zum Glück ist, glaube ich, nichts nebendran gegangen. War sehr knapp. Popcorn Ice Coffee. Ja, wie trinkt man den dann? Sind da kleine Popcornkügelchen drin, Tränk? Oder schmeckt das irgendwie so wie im Kino ein bisschen Popcorn-mäßig und der Rest schmeckt nach schönem Eiskaffee? Also, ich glaube, das würde mir auch schmecken. Also, Eiskaffee mag ich eigentlich auch gerne, vor allem schon so instantmäßig aus dem Getränkeautomat, eisgekühlt in der Dose, trinke ich auch viel zu selten.
Aber das geht mir auch richtig gut rein. Und wenn dann auch noch Popcorn-Geschmack mit reinkommt, dann sage ich ja, warum nicht? Ich nehme gleich zwei. Ja, absolut, Dark Typhoon. Espresso, Cappuccino, Latte, Americano und was es noch so alles gibt, nehme ich alles. Ach so. Ach ja, du bekommst die Werbung auf Twitch. Ja, gut. Ja, die sollten mal hier mein Werbepartner werden von dem Produkt. Das würde doch gut passen. Ja, ist nur eine Frage der Zeit, bis sich da mal jemand meldet. Ja, Dark Typhoon, da habe ich dich ja jetzt wieder auf die richtige Idee gebracht. Dann aber bitte ein dickes Spaghetti-Eis und einen schönen Espresso. Schreib Immi an. Ich weiß nicht, wer Immi ist, aber wenn du den kennst, ja, schick mir mal den Kontakt. Ich habe ja tatsächlich einmal bisher in meiner Streaming-Karriere von einem Game Publisher einen Key für ein Spiel bekommen, weil ich damals Wasteland 3 gespielt habe und da ziemlich weit bei den Aufrufen mit dabei war, an dem Release-Wochenende scheinbar. Ja, und die haben gesagt, du kriegst das Game, du musst es nicht testen, du musst nicht positiv drüber reden und du bist uns zu nichts verpflichtet und schuldig. Und tatsächlich, ich habe den Key, ich habe das Game. Ich glaube, das kostet so 20 Euro und ich habe es bisher noch nicht einmal getestet. Ich glaube, ich habe es nicht mal installiert. Also ich sag mal danke auf jeden Fall. Das war ein fairer Deal. Ja, und das Spiel könnte auch ganz gut sein. Und ja, das war auf jeden Fall ein einmaliges Erlebnis. Da habe ich mich ja fast wie ein Vollprofi gefühlt. Tja, mal schauen, ob es irgendwann mal wieder so weit ist, dass jemand auf mich zukommt. Und ja, vielleicht spiele ich das Spiel auch noch irgendwann. Es spricht eigentlich nichts dagegen. Es könnte mir gefallen. Ich habe es halt einfach nie zeitlich geschafft. Ha, welche Überraschung. Ah, EMI, so heißt die Firma. Auch noch nie gehört. Ist das wieder so eine Schweizer Elite-Firma? Wenn, dann kann es ja nur ein gutes Produkt sein. Ah, ja, cool. Dann schreibe ich die mal an. Aber ich glaube, für die bin ich noch zu klein. Aber wer weiß. Ich meine, immerhin vom Image passt es. Shamehack Kaffee. Die verkaufen Kaffee, also. Eins und eins wäre in dem Fall auf keinen Fall drei, sondern eher zwei. Hallo, Ifrida. Guten Spätmorgen. Ja, ich wollte es gerade schon schreiben. Aber ich weiß ja, dass du auch manchmal, zumindest war das in der Vergangenheit so, genau wie der Bond auch, ab und zu hier reinlurkst, ohne ein Sätzchen zu schreiben. Aber in dem Fall scheint es nicht der Fall zu sein. Naja, wie auch immer, macht ja nichts, Iforita. Ich weiß, du bist ja auch beschäftigt, jetzt wo die Zeiten des mexikanischen Billigbiers erstmal wieder vorbei sind. Wir reden uns dann in 10 Jahren wieder, wenn sie den neuen Plan in die Tat umsetzen. Ja, seitdem hat sich ja auch viel geändert, ne? Ich merke das ja hier auch. Viele Leute, die früher da waren, sind gar nicht mehr da oder nur ganz selten. Ich weiß, das trifft natürlich auf dich nicht zu, Iforita. Ich wollte nur sagen, du hast ja auch wieder ein Real Life, das an Fahrt aufgenommen hat. Und ja, schön, dass du reinschaust. Und ich meine, bei mir ist das ja im Prinzip auch so. Ich bin halt einfach tapfer und ziehe hier durch. Aber es kann auch in den nächsten Wochen und Monaten durchaus sein, dass ich auch mal wieder weniger Zeit habe. Ja, ich weiß, noch weniger Zeit. Aber trotzdem, schön, dass du reinschaust. Ja, hallo, Ifurita. Okay, ja, danke, Ifurita. Dann bist ja, bis bald und genieß den Tag. So, habe ich denn hier auch alles jetzt richtig gemacht? Okay, sieht gut aus.
Jetzt hätte ich fast vergessen, wo das hin muss. Das muss natürlich zur Mischstation für eine frische Mischration. Und theoretisch fahren wir ja an dem Erntehelfer hier links auf dem Feld vorbei und sehen, ob er. Ja, diesmal hat das. Nein, er hat es wieder nicht gemacht. Ey, das gibt's doch nicht. Wenn ich hier links ansetze, fährt er nach links. Und wenn ich hier rechts ansetze, nach rechts. Oh, und jetzt macht er ja auch noch den Roadblock. Boah, ich muss mir unbedingt einen Mod installieren, indem ich mit einer abgesägten Schrotflinte oder einer Kettensäge meine Angestellten bestrafen kann. Das wäre auf jeden Fall mal eine gute Idee für einen Mod. Ich glaube nämlich, dass es bisher noch keinen gibt, der sowas programmiert hat. Da könnte ich mir ja einen Reibach mit verdienen. Das wird dann so ein Payware-Mod. 5 € pro Mod-Download. Fände ich nicht, ja, das fände ich nicht unfair. So, wollen wir es denn noch mal probieren? Man könnte ja mal in der Mitte ansetzen, aber das gefällt mir wiederum optisch nicht. Ein sauberer Strich hier muss schon sein. Ja, er schafft es nicht. Er wird es auch wieder jetzt auch nicht schaffen. Was sagt denn die Uhrzeit nach 9 Minütchen? Ach komm, dann mache ich die Karre jetzt voll. Die muss ja ohnehin gleich wieder abgetankt werden. Das war auf deinen Lurk-Kommentar gemeint, wenn ich lurke, ohne was zu. Ach so, ja. Ja, was ja auch voll okay ist. Ich freue mich über jeden Zuschauer, wie du weißt, Iforita. So, und oh ja, Diablo 4 nächste Woche, der Hype ist da. Ich glaube, du hast schon schlaflose Nächte, aber egal, du hast ja keine Zeit zum Reden, also have a nice day. Have a nice day. Ja, ich glaube, jeder kennt das Lied. So, ja, gleich geschafft hier. Tränk gibt's bei dir heute auch mal eine Mittagspause. Du bist ja eigentlich um die Uhrzeit gar nicht mehr hier, fällt mir dabei gerade so auf. Aber diesmal ist alles anders. So, ja, nochmal schön hier abtanken. Fahren wir doch da links rum, würde ich sagen. Weil es so schön ist. Ja, Dark Typhoon, ich weiß. Mittlerweile habe ich es mir gemerkt, aber danke. Aber soll ich dir mal was sagen? Ich bin mir sicher, als wir das allererste Mal über Diablo 4 gesprochen haben, hast du auf jeden Fall noch überlegt, ob du spielst. Deswegen hat sich das bei mir wahrscheinlich so im Gedächtnis eingenistet, dass ich dachte, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass der alte Fuli D ein bisschen D4 mit mir spielt. Aber ist kein Problem, ich werde mir wahrscheinlich auch Zeit lassen. Also auch wenn ich mich jetzt freue, dass das Game schon am Dienstag erscheint, oder Leute, die es vorbestellt haben, können es glaube ich jetzt schon spielen. Ja, ich glaube, ich werde mir da Zeit lassen, weil so viele andere Spiele mit dem Senior und Co. und dann hier Singleplayer und dann hier Simulationen. Ja, aber. Und dann wollte ich ja sowieso nicht nur Diablo 4 spielen, sondern alle Diablo-Teile. Ja. Also, ich hätte auf jeden Fall keinen Grund, mich da zu beeilen. Vor allem, mit jedem Update wird Diablo 4 ja besser, theoretisch. Also, ja. Ja. Wenn man, also, ja, und ja, ne? Mehr muss man gar nicht sagen. Aber mal schauen. Vielleicht, manchmal ist das so, manchmal steht man morgens auf und man denkt sich, oh, ich brauche Diablo 4, oh shit.
Mein Leben hat keinen Sinn, ich brauche die Ablo 4, die Ablo 4. Klick, 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 klick und Download. Aber im Moment habe ich mich noch unter Kontrolle. Ich habe ohnehin echt fast noch gar nichts über das Spiel gesehen, extra. Warten wir es einfach ab. Eforita wird uns da schon regelmäßig einen Bericht drüber liefern. Ja, und Dark Typhoon, ich glaube ja trotzdem nach wie vor, es könnte sein, dass wir das irgendwann mal spielen. Und wenn nicht, wir haben ja auch noch unsere anderen vielen Games, nicht wahr? Auf Scum freue ich mich irgendwie auch schon drauf. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie habe ich da auch ein gutes Gefühl. Ja, ich muss halt erstmal viel, viel mehr Zeit schaffen. Quasi mein Leben fürs Zocken ändern. Klingt sehr vernünftig und sehr erwachsen. Ja, ich weiß. So kennt man mich. Ja, was sagt denn der Kaffee? Oh, was sagt denn vor allem die Uhrzeit? Noch 5 Minütchen. Ja, das passt doch. So, la la la. Hier wurde gar nicht. Achso, das war ja ich, genau. Hier wurde gar nicht zu Ende gefahren, aber was soll man machen, wenn der Steinsammler voll ist? Ja, dann ist der Steinsammler halt voll. Ah ja, genau, die Silage müssen wir auf jeden Fall auch noch abkippen. Das heißt, wahrscheinlich 2, 3, 4, 5 Minütchen Overtime wird es geben, aber ist hoffentlich zu verkraften. So schön. Cool, gleich geschafft und auch gleich schon wieder voll. Ja, das ist, es gibt auf jeden Fall gut Steine und ein paar Eddies.
immer rein damit. Oh, ich glaube, das schaffe ich gar nicht mehr ganz. Das wird echt eng. Da habe ich sogar schon ein paar Steine liegen lassen. Shame on me. Oh ja, doch gerade so geschafft. Ja, dann können wir ja die eigentlich auch noch mal wegfahren. Und uns zumindest schon mal aufs neue Feld stellen und dann noch schön die Silage abladen. Ja, oh, aus dem Weg, ihr Raben. Ja, und dann haben wir es geschafft. Ganz einfach, ne? Dann haben wir es geschafft, Leute. Toll. Und raus damit. Und da wird der Steinhaufen immer größer. So, das Feld hier, genau, das wäre dann das nächste. Und das werden wir dann natürlich auch das nächste Mal, ja, schön in Angriff nehmen. So, jetzt noch hier ganz geschmeidig die Silage ausladen. Dann gibt's Mittagessen. Juhu. Oh, was eigentlich mit dem anderen Erntehelfer, der diesen Flugauftrag macht. Ich hoffe, der hängt nicht irgendwo im Baum fest oder so. Ja, hier liegen auch noch ein paar Steine, aber das war uns ja durchaus bewusst so. Die Abkippseite nach rechts ändern. Und rein mit der Silage, das ist gar nicht so wenig, hoffe ich. Ich hoffe, da kriegen wir den Speicher ordentlich voll. Ja, okay, es passt doch durchaus noch mehr rein. Aber okay, gucken wir gleich mal auf die Anzeige. Ein bisschen was ist zumindest schon mal drin. So, genau. Und dann schön wieder zurückkippen. Ja, doch, Silage ist gut dabei. Gut, alles klar.
Gute Arbeit, Jay. Danke, ich weiß. So. Okay, dann. Ja, noch schnell parken. Und dann haben wir es aber auch wirklich geschafft. Ja, cool, geparkt. Super. Tut tut. So, ab nach vorne, ab zum ja, zum Mittagsessenstisch, zum Dinner Table in die Küche, das Festmahl aus dem Ofen holen. Ja, und den schönen Samstag genießen. So, Lohndienstleistung auf Feld 57 abgeschlossen. Krass, das wäre ja dufte, wenn er das echt noch hinbekommen hätte. Na, dann schauen wir doch mal kurz. So, wie sieht's aus? Ja, so, Pause, mein Freund. Gut, ja, dann machen wir, also schließen wir den Auftrag in der nächsten Folge ab. So, Sparky, Mittagessen. Also dann, Leute, danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag, habt ein gutes Mittagessen. Genießt das Leben, trinkt nicht zu viel Kaffee. Bis bald. Tschüss. Bye, Iforita. Tschüss, Dränk.